Hallo meine Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Emma Pixel und heute machen wir weiter mit den Nebenquests. Ich laufe falsch, denn wir wollten zum Schmied, zu dem Connemara Pony, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und ja, ich versuche jetzt so ein bisschen die Nebenquests alle an einem Strang zu machen, nicht so viel durcheinander, weil dann weiß man nachher gar nicht mehr, worum es eigentlich ging. Und genau. Deshalb machen wir hier jetzt einmal weiter. Links ist ein echter Spaßvogel. Ich habe sofort ein Auge auf dich. Ich habe ihn nur für eine Sekunde alleine gelassen, aber du kannst dir nicht vorstellen, zu was der Spaßvogel in so kurzer Zeit fähig ist. Zuerst hat er meine Schachtel mit Nägeln mitgenommen, aber zum Glück hat er keine Nägel gefressen, keine Sorge. Danach hat er mich damit verfolgt und jedes Mal, wenn er den Kopf geschüttelt hat, sind Nägel links und rechts davon geflogen. Es hat etwas gedauert, bis ich gemerkt habe, was los ist, aber da war es schon zu spät und nun liegen hier überall Nägel auf dem Boden. Könntest du mir bitte helfen, sie wieder einzusammeln? Wir können sie nicht liegen lassen. Stell dir vor, ein Pferd tritt darauf. Jut. Das machen wir natürlich. So. Hast du alle Nägel gefunden? Vielen Dank, Amber. Nun brauchen wir uns keine Sorgen mehr machen, dass jemand darauf steigt und sich verletzt. Warte auf neue Hufeisen. Vielen Dank für deine Hilfe, Amber. Nun brauche ich nicht mehr, um die Hufeisen fertig zu machen. Danke. Könntest du zu Maya reiten und ihr sagen, dass ich gerade dabei bin, Linksner zu beschlagen und dass sie ihn dann zurückbekommt, wenn ich fertig bin? Danke. Das machen wir. Hallo Ambra. Vielen Dank für deine Hilfe heute. Es sieht wohl so aus, als ob es etwas gedauert hätte, bis sie in den Hufeisen fertig sind. Komm doch morgen wieder, wenn du Links wiedersehen willst. Alles klar. Obwohl es nur eine Nebenquest ist, gibt es ja auch ein Limit. Und das bedeutet, wir werden jetzt mal, wo ich schon letzte Folge hin wollte, zu hinten dem Ausrufezeichen gehen, weil ich habe eine Ahnung. Stacy. Oh, hi. Bist du mit den Bobcats befreundet? Ich könnte gerade Hilfe gebrauchen. Immer her damit. Ich heiße Stacy und bin gerade nach Morland gezogen. Ich war früher in dem Reitclub von Lorettas Cousine Elisa. Und da haben sie und Tan mich eingeladen, bei den Bobcats mitzumachen. Und ich bin auch froh, dass ich einen neuen Club habe, mit dem ich trainieren kann. Aber ehrlich gesagt, das Trainingsprogramm hier lässt etwas zu wünschen übrig. Die Geländestrecken sind toll, aber ein außergewöhnlicher Club braucht auch Disziplin. Wir brauchen einen genauen Zeitplan und feste Routinen, wenn wir Pferde und Reiter gut auf alle möglichen Wettbewerbe vorbereiten wollen. Loretta hat mir erlaubt, hier auf der Koppel Cavaletti- und Springreitturniere zu geben. So können wir unser Bestes aus uns herausholen, indem wir einander unterstützen. Wenn sie mehr trainieren, werden die Bobcats in den Wettbewerben gefährlicher denn je. Und da du eine Bobcat-Jacke hast, musst du eine von uns sein. Ich würde dich super gerne unterrichten. Aber noch fehlen mir die Kegel, um die Strecke aufzubauen. Hast du hier irgendwo welche gesehen? Wenn du welche findest, bringen sie mir bitte her, damit eine erste Unterrichtsstunde beginnen kann. Meine Bobcats-Jacke habe ich schon lange verkauft, meine Liebe. Aber das ist kein Problem. Sie hat einfach den Röntgenblick wahrscheinlich. Danke, jetzt habe ich reichlich Kegel für meinen Unterricht. Also, das ist eine ganz einfache Übung. Ich will einfach schauen, wie du dich so machst, weil ich dich ja noch nie reiten gesehen habe. Probier es aus und dann sehen wir, ob du schon für das fortgeschrittene Training bereit bist. Gerne, gerne. Das sieht ja niedlich aus hier. Ice Jewel hat auch so ein bisschen eine Drehung wie ein LKW, aber ich liebe sie trotzdem. Sehr schön. Da gab es nichts, was mir Sorgen machen müsste. Das hast du toll gemacht. Wenn du an einem anderen Unterricht teilnehmen willst, sehr gerne. Ergib. Achso. Jetzt kann ich das quasi nochmal machen. Und krieg nochmal EP. Das machen wir natürlich.
Wenn ich das jetzt nicht machen würde und es morgen wieder machen würde, wäre das einmal verschenkt. Denn das gehört ja zu dem täglichen Training. Meine beste Freundin hat letztens auch unter ein Video geschrieben, ich könnte doch gerne auch mal die Trainingsstrecken mitfilmen, die Trainingseinheiten, aber die schalten wir nacheinander frei, die haben wir ja mal mit hier drin, ne? Jeden Tag aufzunehmen wäre auch ein bisschen too much, denke ich. Ich würde dich gerne einem etwas anspruchsvolleren Springreitparcours ausprobieren lassen, aber es gibt da ein kleines Problem. Ich habe die Hindernisse für meine nächste Unterrichtsstunde aufgebaut, aber da sind mir die rosa Stangen des Clubs ausgegangen. Glücklicherweise hat mir Jenna Stangen geliehen, aber leider sind sie grün. Und wie es scheint, verwenden die Erzrivalen des Clubs, die Bulldogs, genau diesen Grünton. Ja, das geht gar nicht. Wie Loretta sagt, die Farbe der Bobcats ist rosa, immer und überall. Also würde ich sagen, wir malen die Stangen rosa an. Nimm dir einen Pinsel. Je eher wir das erledigt haben, desto schneller kann dein Unterricht beginnen. Alles klar, ne? Grün ist zwar immer noch viel schöner. Grün ist immer noch viel, viel schöner als rosa. Aber naja, dann machen wir das halt, ne? Jetzt erstrahlen die Stangen im perfekten Bobcats-Rosa. Das wird Loretta gefallen, also kann ich sie jetzt einsetzen. Die Farbe ist noch nass. Also pass auf, dass Eisstrubel gut über die Hindernisse kommt, sonst hast du nachher ein Pferd im Fell der Clubfarbe. Bloß nicht. Bloß nicht. Bist du bereit für deine zweite Unterrichtseinheit? Diese Strecke ist etwas komplexer als die letzte, aber immer noch nicht wirklich schwierig. Und natürlich müssen selbst die erfahrenen Reiter ab und an die Grundlagen wiederholen. Wusstest du, dass die besten Springreiter der Welt im Training nur selten Hindernisse in der Höhe, wie sie im Wettbewerb verlangt wird, einsetzen? Niedrigere Hindernisse wie das Cavaletti oder das Kreuz belasten das Pferd nicht. Es verletzt sich nicht so leicht und so kann man länger trainieren. Dann los, probier die Strecke aus, Amber. Du schaffst das. Nee, wusste ich nicht, aber ich beschäftige mich auch nicht so viel mit Springreiten, muss ich sagen. Let's go. Ich merke richtig, wie schwerfällig sie ist. Aber das ist trotzdem irgendwie cute. Mit guter Musik. Sehr cool. Ja, das war eine solide Leistung, gute Haltung. Ich denke, du bist bereit, deine Fähigkeiten bald im Springreitparcours für die Profis zu zeigen. So, jetzt habe ich hier aber nochmal das Gleiche. So, wir haben das jetzt nochmal durch und ja, ich weiß gar nicht, was das Herz bedeutet. Ich kann es kaum erwarten, dir eine Springstunde. Ich glaube, da muss mein Ruf noch steigen, damit ja, damit sie mir die Strecke anbietet. Ich glaube, ich würde jetzt nochmal hier kurz schauen, was hier los ist und dann, ja, mal gucken. Hey, magst du Meisterschaften? Sprich mit Agnes, der Präsidentin. Ja, ich liebe sie. Ich auch. Wir sollten unsere Zeiten vergleichen. Ich heiße Agnes. Ich bin die Präsidentin des Jorvikschen Elite-Rennkomitees. Es ist unsere Mission, die Organisation und Entwicklung von Meisterschaften auf Jorvik zu ermutigen und zu unterstützen. Und du bist. Ah, schön, dich kennenzulernen, Amber. Eisdribble ist ein tolles Pferd. Noch näher. Wusstest du, dass du dir als Teilnehmerin an Meisterschaften Ruf verdienen kannst. Mit jeder Teilnahme gewinnst du mehr Ruf. Irgendwann hast du dann den Status der Elite-Reiterin und kannst dir im Profi-Shop exklusive Reiterausrüstung kaufen. Aber ich sollte lieber vorne anfangen. Reden wir doch erstmal darüber, wie man an einer Meisterschaft teilnehmen kann. Die Meisterschaften finden an festgelegten Zeiten statt, die du auf der jeweiligen Tafel des Veranstaltungsorts sehen kannst. Vor dem Start des Rennens musst du dich bei der oder dem Verantwortlichen der Meisterschaft registrieren und dann im dafür vorgesehenen Bereich darauf warten, dass das Rennen beginnt. Das, meine Liebe, ist die perfekte Gelegenheit, um sich die
anderen Reiterinnen und ihre Pferde anzusehen. Ich habe auf diesem Weg schon viele tolle Inspirationen für Outfits gewonnen und neue Freunde. Aber ich komme vom Thema ab. Wenn es sehr viele Teilnehmerinnen gibt, teilen die Verantwortlichen sie gemäß ihre Reitfähigkeiten ein. Darum musst du dir weiter keine Gedanken machen. Die Verantwortlichen kümmern sich um alles. Und ich muss dir noch von den Preisen erzählen. Alle drei besten Reiterinnen bekommen Preisschleifen, aber alle bekommen Anerkennung für ihre Teilnahme. Und wie schon erwähnt, Ruf den jeweiligen Meisterschaft. Und vergessen wir auch nicht, dass dein Pferd umso stärker wird, je öfter es an den Rennen teilnimmt. Eine Win-Win-Situation. Und zu guter Letzt habe ich noch einen Tipp für dich. Erfahrene Meisterschaftsreiterinnen suchen auf ihren Lieblingsrennstrecken nach Abkürzungen. Das solltest du auch mal probieren. Sprich mit den Verantwortlichen, wenn du auf einer der Reitstrecken trainieren willst. Apropos, Rennverantwortliche. Es wird langsam Zeit, dass ich dich meiner lieben Freundin Tamika vorstelle. Sie kann dir das Meisterschaftszentrum in Molland zeigen und dir die Strecke erklären. Okay, Lieben, ich würde sagen, wir machen hier einen kleinen Cut. Das muss ja nicht immer viel zu lange werden. Und ja, ich freue mich auf die nächsten Folgen, auf die nächsten Storylines und die nächsten Quests. Und ja, ich bedanke mich ganz herzlich und wünsche euch noch einen wunderschönen Abend, Tag, morgen, eine Woche, Wochenende, was auch immer. Und ja, bis bald. Ciao, ciao.